Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Splatoon 2 Online. Sag hallo. Hallo. Jan ist auch wieder mit dabei. Es gab jetzt ja schon ein bisschen länger keinen Splatoon-Part mehr. Das lag schlicht und ergreifend an der Gamescom, die so ein kleines bisschen stressig war währenddessen und auch danach. Aber nun steht das Splatfest an und da mussten wir natürlich wieder was aufnehmen. Flug gegen Unsichtbarkeit. Ich fand das ehrlich gesagt diesmal wesentlich schwerer als beim letzten Mal, weil unsichtbar zu sein ist schon ganz cool, aber Fliegen ist irgendwie so ein Kindheitstraum von mir. Ich meine, wer fand das damals nicht cool, diese Vorstellung einfach durch die Luft zu fliegen? Deswegen sind wir beide diesmal für Team Flug, haben auch schon so ein kleines bisschen gespielt, unschwer zu erkennen, und die letzten Punkte machen wir jetzt einfach gemeinsam im Let's Play. So, ich gehe ungern von hier weg, weil die Stimmung ist nämlich echt gut auf dem Plaza. Mhm. Aber was muss, das muss. Wir haben das Korallenviertel, die Buckelwalpiste und die Wandelzone, die ja bei jedem Splatfest so ein bisschen anders aussieht, was ich ganz cool finde. Waffentechnisch, ich habe mir heute die Airbrush geschnappt, einfach weil ich mich damit am wohlsten fühle. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Buckelwalpiste. Du bist wahrscheinlich einfach nur froh, weil du sie gerade nicht hast. Nee, ich habe Korallenviertel. Das ist gut. Ich habe eine Splatling. In beiden Teams. So. Dann färben wir doch mal fröhlich ein. Ich habe ja gestern schon wirklich sehr, sehr viel gespielt mit Jan zusammen, so ein paar Stunden. Mhm. Aber es dauert eigentlich gar nicht so lange, den höchsten Rang zu erreichen, habe ich das Gefühl. Also es geht, wenn du nicht gerade nur Idioten im Team hast. Und nur verlieren bist. Also selbst mit nur verlieren kommt man ziemlich weit. Ja, also selbst das geht eigentlich. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir gespielt gestern. Also gestern war Samstag, heute zwei ist Sonntag. Stunden vielleicht nur. Ja. Also ich denke, Schwarmraketen, das kommt schon ganz gut hin. So, hallo Splatling, möchtest du ein paar Curling-Bomben? Möchtest du? Möchtest du? Nein, er möchte nicht. Schade. Ist ja immer noch da. Weg! Ah, ist das schön, mit einer Airbrush, die ja nicht viel Durchschlagskraft hat, eine Splatling platt zu machen. Aber du musst halt im richtigen Moment angreifen. Ich habe das schon oft genug gehabt, dass Leute dann Schwarmraketen abgeschossen haben oder so und du dann halt genau siehst, wo sie sind und dich dadurch halt perfekt anschleichen kannst. Das ist schon ganz angenehm. Ihr kennt es ja noch vom letzten Splatfest, dass Jan und ich vermutlich eher weniger zusammenspielen werden. Außer der Zufall ist vielleicht mal nett zu uns. Hi. Aber mal gucken, wie gut der Zufall auf unserer Seite sein wird. Ja, ansonsten spielt Jan halt sein Spiel und kommentiert das so ein bisschen und ich meins und es passt schon. Da ist ja ein Roller. Was macht der? Geh weg! Gehst du da wohl? Roller? Das fand ich jetzt nicht nett von dir, da an der Kante zu bleiben. Ist aber voll oft so, dass du dich so an der Kante festbackst. Du kommst nicht hoch, du kommst nicht weg und du kriegst den Gegner nicht abgeschossen. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehabt. Und ich habe herausgefunden, wenn ich so richtig asozial hin und her springe bei meinen Curling-Bomben, dann fliegen sie viel weiter und sind viel unberechenbarer. Ich habe damit gestern so viele Leute platt gemacht, einfach weil die so schnell fliegen, dass man kaum darauf reagieren kann. Das finde ich sehr lustig. Die Schwarmraketen gerade nicht. Könnt uns ja mal gerne schreiben, für was ihr euch entschieden hättet. Nicht für den Tinten. Oder entschieden habt. Nicht für den Tintenlöser jedenfalls. Also ich fand es schwerer. Also ich fand jetzt... Nein! Mayo und Ketchup fand ich sehr einfach. Aber unsichtbar hat halt so seine Vor- und Nachteile. Aber fliegen, wie gesagt, das ist so ein Kindheitstraum. Bei jedem wahrscheinlich gefühlt. Spätestens, wenn man irgendwelche Superheldenfilme gesehen hat. Ja. Ach nö, geh mit deiner... Na, möchtest du explodieren? Möchtest du kaputt gehen? Danke. Ah, die Sepisphäre ist tatsächlich sehr leicht auszukontern teilweise. Deswegen schwanke ich noch so ein bisschen, ob ich wirklich, Na, komm her, ich weiß, du willst es. Ob ich wirklich meine goldene Airbrush möchte, weil ganz ehrlich, mittlerweile... Die... Habe ich sehr viel Spaß am Sterben. Habe ich sehr viel Spaß mit meinem Curling-Bombenhagel. Sorry. Hast du mich gerade geschlagen, so halb? Vielleicht. Nee, also wie gesagt, der Curling-Bombenhagel ist schon ziemlich praktisch, habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenn du den wirklich so extrem unberechenbar rausschießt. Also die Sepisphäre, wie gesagt, die ist zwar sehr lustig. Wie haben wir das noch gewonnen? Wie haben wir das verloren? Also wir lagen teilweise echt hart zurück und plötzlich haben wir gewonnen bei uns. Das ist aber öfters mal so. Ich habe 2113 Punkte. 6 abgeschossen, 3-mal den Special aktiviert, 1173 Punkte ohne Siegerbonus. War eigentlich gar nicht so verkehrt.
Mal gucken, also ich denke, meinen höchsten Rang werde ich heute noch schaffen. Wenn ich mal irgendwann gewinne, aber das wird schon noch. Korallenviertel! Jetzt haben wir mal die Stages getauscht, habe ich nämlich Buckelwal. Tja, ist doch schön. Wenn ich jetzt auch die Wandelzone bekomme in diesem Part, bin ich ganz glücklich. Und Schirm und ein Eimer. Den Schirm habe ich, glaube ich, bei den Gegnern auch gesehen. Also ich muss sagen, ich finde den Schirm unglaublich cool, wenn man damit spielen kann. Nur die Hälfte der Leute können damit nicht spielen, die sind dann in meinem Team. Und die andere Hälfte, die kann es, die sind im Gegnerteam. Ganz genau, es kommt einem zumindest immer so vor. Es ist natürlich nicht immer so. Du beobachtest die Gegner ja nicht die ganze Zeit beim Spielen, deswegen die eigenen Leute. Deswegen kann man immer so ein bisschen schlecht einschätzen, sind die jetzt gut oder nicht, aber es kommt einem halt immer so vor. Als wenn man halt immer die Leute im Team hat, die vielleicht nichts können. Das stimmt ja, wie gesagt, nicht. Das war cool. Kommt gerade einer mit einer Segnisfähre angerollt. Dumm, die dumm. Oh, da ist ein Gegner. Ich roll dann mal hier weg. Das Problem ist, die braucht ja so einen Moment, bis sie explodiert. Und da kannst du einfach sehr, sehr leicht drauf reagieren. Einfach. Ja. Und dann halt drauf schießen. Willst du mich da hinten? Zack. Oh, das ist keine gute Idee. Das kann ich nämlich auch. Curling-Bomben gegen... Wo kam die Haftbombe her? Aber ich habe ihn doch erledigt! Mit deinen Curling-Bomben? Ja, aber er mich auch. Ich dachte eigentlich, die Haftbombe hätte mich erwischt, die plötzlich neben mir stand und meinte, Hallo sagen zu müssen, aber es war tatsächlich eine Curling-Bombe. Dann haben wir uns gegenseitig mit unseren Curling-Bomben erlegt. Nein! Ich war ganz knapp noch im Radius drin. Vor mir war ein Tintenschock. Hinter mir war aber eine Sephi-Sphäre. Ich hatte die Qual der Wahl. Wie möchte ich sterben? Das ist ja nett. Oh ja. Ich wurde nebenbei gerade über die halbe Map von einem Gegner die ganze Zeit verfolgt, während ich versucht habe abzuhauen. Ich habe nur das Irgendwie wollte er mich nicht in Ruhe lassen. Das Gefühl, der Trend vom letzten Splatfest setzt sich fort. Huch. Erinnerst du dich? Und plötzlich haben sich auf einmal zwei Leute im gleichen Fleck Tinte versteckt und auf mich gewartet. Nee, aber erinnerst du dich, als wir das letzte Mal das Splatfest aufgenommen haben? Wir haben auch nur verloren im Part. Echt? Bis auf ein, zwei Mal. Huch. Aha, da ist ja noch einer. Und irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, das passiert heute wieder. Ich frage mich immer noch, sind die Bomben, sind die Regenwolken eigentlich homing? Verfolgen die dich? Habe ich eigentlich nicht so das Gefühl. Ich habe keine Tinte dafür. Mehr, ich habe keine Tinte mehr. Schade. Doppeltintenschock, seiner war ein bisschen... Oh nö, da sind ja drei Leute. Drei. Das ist ein bisschen viel gewesen. Das mag sein. Das finde ich aber unfair. Wenn ich privat das Splatfest spiele, bin ich nur am Gewinnen. Wenn ich es im Part spiele, bin ich nur am Verlieren. Was soll mir das jetzt sagen? Auf aufzunehmen? Ja, nee, das ist keine Option. Ich schleich... Warum ist hier auch schon wieder alles... Nö. Ich schieße einfach mal ein paar Curling-Bomben raus. Die gleiche Sacknacht habe ich jetzt schon dreimal miteinander mit dem Tintenschock getötet. Da flog gerade einfach... Weil er immer genau dann da ankommt, wo ich gerade bin. Da flog gerade random ein Schirm durchs... Nein. Nein, du willst mich nicht. Also vielleicht schon, aber ich will dich nicht. Das finde ich gut. So. Hab noch eine Schneise gezogen. Eine Schneise der Zerstörung. Ist das ein Sieg oder eine Niederlage? Die Frage stelle ich mir gar nicht. Wobei, wir haben ein sehr schönes Muster gezogen, doch, muss ich sagen. Also ich finde, wir haben... Dafür, dass die echt vor unserem Spawn standen, war das gar nicht so eindeutig wie gedacht. Aber trotzdem, ich würde in diesem Part gerne nochmal gewinnen. Vor allem 5-5. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Das muss man mir hoch anrechnen. Ich näher mich den 99, wenn auch sehr langsam. Du kannst eigentlich nur noch 5-mal verlieren. Eigentlich musst du noch 5 Kämpfe machen, dann hast du es auch drin. Ja, aber so viele wollte ich in dem Part gar nicht machen. Ja, ich bin dafür, wir gewinnen jetzt einfach. Okay. Korallenviertel! Aber ich wollte doch die Wandelzone haben. Naja, aber generell mag ich das total gerne, dass während dem Splatfest alles so ein bisschen düsterer ausschaut. Das ist schon eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile fast alle Stages durch beim Splatfest, weil ich hatte gestern ja mehrere Rotationen. Ich glaube, mir fehlt... Wenn ich drüber nachdenke, wir haben nicht nur 2 Stunden gespielt, wir haben eine ganze Menge Stunden gespielt, weil wir hatten gefühlt einmal jede Rotation durch, ne? Psst, nicht verraten. Ich glaube, wir haben teilweise so über einen Zeitraum von 6 Stunden gespielt. Aber ja nicht... Was macht ihr alle hier? Aber nicht durchgängig. Wow! Das war... doof weggelaufen, finde ich. Ich wollte ausweichen, den curligen Mob, und bin mal hinten ins Wasser gefallen. Autsch! Kennst du das? Du fängst mit dem Match an, färbst halt so deine Spur ein, ne, die du dir gerade ausgesucht hast. Du drehst dich einmal und hast schon einen Gegner am Arsch kleben. Ja.
Im schlechtesten Fall einen Eimer. Das ist nicht so geil. Ja, wie Arsch auf Eimer, ne? Mit der Arsche. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie zu... Nein! Wer wagt es? Wieso sind hier so viele Gegner? So kommen sie von allen Seiten. Der Eimer liebt mich. Ich habe es jetzt schon festgestellt. Du kennst doch auch diese Partien, wo du nach einer Minute schon festgestellt hast, welche Gegner dich lieben und welche nicht, ne? Der Eimer hat scheinbar Gefallen an mir gefunden. Hier kann man ja auch nur Gefallen finden. Oder so. Huch. Guck mal, da ist ein Curling-Bomb her. Nein, 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 nein. Nein, egal wo ich hingehe, es ist nicht gut. Meine Güte, da kommen auch noch Schwarmraketen. Also irgendwas möchte mich, glaube ich, gerade töten. Irgendwas oder irgendwer? Irgendwer ist wahrscheinlicher als irgendwas. Egal, wo ich hingehe. Ich gehe nach dort. Na, da ist ein Tintendüser. Okay, gehe ich in die Richtung. Da ist ein Eimer mit Tintenrüstung. Na, gehe ich nicht hin. Dann gehe ich dorthin. Nein, da sind Schwarmraketen. Also so langsam gehen wir ein bisschen die Optionen aus. Wow, es war nur noch ein Gegner am Leben. Aber irgendwie hat der drei meiner Leute getötet. War bestimmt ein Eimer-Guy. Das sind immer die Eimer-Guys. Kleckser. Ja, die Kleckser sind auch böse. Aber das geht gerade eigentlich. Dafür, dass wir so auf die Schnauze bekommen haben am Anfang. Ich meine, gestern beim Splatfest habe ich zum Beispiel auch Partien gehabt. Da habe ich wirklich 92% zu 3% gewonnen. Mhm. Also das, obwohl alle anwesend waren im Gegnerteam. Und dann gibt es so Runden wie jetzt hier im Part, da ist es dann doch wieder hart umkämpft. Was ja eigentlich schöner ist, als wenn es so dominierend ist. Mhm. Nur würde ich mich freuen, wenn es hart umkämpft wäre und ich am Ende gewinnen würde. Ja, das wäre gut. Weil, wie gesagt... Aber irgendwie ist hier alles in Gegnerfarbe eingefärbt. Das mag ich nicht so. Nee, vor allen Dingen finde ich unsere Farbe so viel schöner. Ich habe den Eimer-Guy erledigt. So, das habe ich wahrscheinlich verloren. Nein, lass mich... Okay, und den habe ich auch noch erledigt irgendwie. Ich glaube, das haben wir noch ganz gut rumgerissen. Also dafür, dass ich wirklich nach ein paar Sekunden schon irgendwen direkt hinter mir hatte, der da nicht hätte sein dürfen. Wow, Fehler bei der Datenübertragung ganz am Ende. Schön. Doch, das haben wir noch gut rumgerissen, da bin ich froh. Wie gesagt, es ist immer so, wenn es direkt anfängt und du stirbst instant und kannst nichts mehr machen, dann ist immer schon so, nee. Ich glaube, ich habe nicht mal die Punkte bekommen für den Kampf. Aber das noch rumzureißen ist immer echt ein schönes Gefühl. Dann fühlt sich der Sieg auch so ein bisschen verdienter an, als wirklich 4 gegen 1 zu spielen, gefühlt. So, aber egal was jetzt passiert, ich kriege mein Level up beim nächsten Mal. Mhm. Das ist schön. Korallenviertel. Also langsam finde ich das nicht mehr lustig. Ich habe die Wandelzone. Also ich habe nichts gegen das Korallenviertel, ist eine schöne Stage. Ich mag eigentlich alle Stages, auch die neue. Die Manta Maria, die wir leider noch nicht zeigen konnten, weil die jetzt gerade nicht dran ist. Aber bestimmt in irgendeinem zukünftigen Part mal. Aber so dreimal die gleiche Stage muss dann vielleicht auch nicht sein. Vor allem würde ich unglaublich gern die Wandelzone nochmal zeigen. Die mag ich nämlich ganz gerne. Und weil die eben nur am Splatfest verfügbar ist, wäre das ja schon ganz praktisch, die auch mal zu sehen. Aber nun gut, machst du nix. Da ist schon wieder alles grün. Aber ich finde halt echt, wir haben die sehr viel schönere Farbe. Ja, außer du kämpfst mit Flug gegen Flug, dann hast du lila und grün. Ja, gut. Aber das kam dieses Mal gar nicht so häufig dran, muss ich sagen. Nee, also es war ein bisschen ausgeglichener als bei Ketchup Mayo. Und wobei, da war es auch von der Wahl eigentlich 51, 49. Nee, da nicht. Oder? Die Ergebnisse waren alle, also die Team- und Solo-Ergebnisse waren alle 51, 49. So. Hallo. Aber ich meine, von den Stimmen her war es ein bisschen eindeutiger. Echt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich auch nicht so ganz. Aber... Warum steht da ein Pinsel? Was ist da hinter mir explodiert? Warum sind da Seife? Ach, ich hinterfrag's einfach. Ich habe gerade einen Tintendüser gesehen, der hier entlang flog, und ich dachte mir so, ach, ich gehe mal an die Stelle, wo der gleich landet, und mach mal einen Tintenschock da drauf. Ja, hi. Hat ihn das Leben gefunden. Nein. Disperser-Guy, nein. Oh, da kommt jemand. Na, auch hier Pinsel. Jetzt nicht mehr. So. Dann wollen wir doch mal wieder ein paar Curling-Bomben abschießen. Irgendwas ist gerade explodiert. So. Allerdings sind wir, glaube ich, immer noch in Gefahr. Das finde ich nicht ganz so lustig. Aber mal gucken, ob das noch irgendwie wird. Ich habe das ja viel lieber, wenn wir in Führung liegen. Wobei es auch schon so war, dass wir wirklich in Führung... Was ist hier passiert? Ach, da ist noch einer! Dass wir in Führung lagen und es in den letzten Minuten noch verkackt haben.
Aber es ist ja auch eigentlich ganz schön, dass es wirklich bis zum Ende offen ist. Du musst nur einmal gut durchpreschen können und dann geht das schon wieder. Und du brauchst natürlich ein kompetentes Team. Ach, schade. Ja, hier ist schon wieder alles grün. Was natürlich auch mit dem Splatfest noch dazu kam, war der Fokus Profi-Kleckse und damit auch der neue Special mit diesen lustigen Seifenblasen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Prinzipiell ganz cool. Man muss das mal noch selbst mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass Splatoon-Party den Fokus Profi-Kleckser? Ich hatte ja schon den Profi-Kleckser. Der Fokus Profi-Kleckser, ja, ist ein ganz anderer. Na, aber der hat halt eine schöne Reichweite. Aber er schießt so langsam für meinen Geschmack. Aber die Seifenblasen sind schon ganz interessant, dass man die quasi, wenn man sie selber abschießt, dann explodieren sie. Und der Gegner kann sie eben auch abschießen. Wäre vielleicht auch ein bisschen OP, wenn die unantastbar wären. Auch wenn die echt lange brauchen, müssten die kaputt gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die sind wirklich sehr stark. Die brauchen halt nicht lange, um zu explodieren. Hi, aber lange, um kaputt zu gehen, das stimmt. Aber ja, finde ich cool, dass auf jeden Fall nochmal ein neuer Special dazu gekommen ist. Wie ist denn das jetzt überhaupt ausgegangen? Frage ich mich. Oh, da oben hat irgendwer noch eine schöne grüne Spur gezogen. Das haben wir sogar noch gewonnen. Das ja, finde ich gut. Ja, wir haben zwischenzeitlich echt aus dem letzten Loch gepfiffen. Ja. Und was ich echt toll finde, ich habe es beim Splatfest, glaube ich, nicht einmal gehabt, dass irgendwer rausgeflogen ist, also dass man nur zu dritt gespielt hat. Es sind immer alle da, du findest heute zumindest ziemlich schnell Gegner und du spielst meistens gegen das Gegnerteam wirklich, nicht gegen eigene Leute. Also das ist auf jeden Fall dieses Mal wesentlich besser. Wandelzone! Ah, wie bestellt. Finde ich gut. Ansonsten, und genau das, was du im letzten Part erwähnt hast, ne? Nicht so häufig gegen dein eigenes Team. Ja, ich bin auch nur zu dritt. Oh. Das ist sehr schön, ne? Ist es nicht genau das, was du eben noch gesagt hast, was ja nicht der Fall ist? Ich bin gerade erstmal aus der Lobby rausgeflogen. Das zum Thema, man fliegt ja nicht so oft raus, ne? Dann, man spielt ja nicht so oft gegen das eigene Team. Das tue ich gerade. Und man spielt ja nicht so oft zu dritt. Das tue ich gerade. Das ist so, als hätte das Spiel dich, hatte alles gehört, was du gerade gesagt hast, hätte alles in ein Match einfach geschmissen. Ja. Ich finde es auch übrigens sehr nett, also es gibt ja so Teams, wenn du wirklich nur zu dritt spielst, die, man hat das Gefühl, die nehmen wirklich so ein bisschen Rücksicht auf dich. Und dann gibt es diese Teams wie das, was ich gerade habe, die direkt zum Spawn rennen. Und meinen, hey, ihr spielt nur zu dritt, dann renne ich zu eurem Spawn und mache euch das Leben zur Hölle. Das ist sehr nett von denen. Ja, also ich finde, wenn man wirklich nur zu dritt spielt und halt der Gegner das sieht, dann sollte man doch vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen und sich als Sniper nicht direkt vom Spawn positionieren. Rücksicht? Was ist das? Finde ich ehrlich Kann man gesagt. Das essen? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es ist legitim und man will in Splatoon halt auch gewinnen und bliblablub. Aber wenn das Team noch unterbesetzt ist, dann stelle ich mich doch nicht direkt vor den Spawn. Also ich weiß nicht. Der Sniper lässt uns halt gerade auch so gar nicht raus. Und dann habe ich... Kannst du wenigstens so ein bisschen die Stage zeigen? Ich komme ja nicht vom Spawn weg! Ich habe gerade zwei Leute getötet. Das schon, aber... Nicht, dass ich hier gerade wegkommen würde. Ich sehe dich. Also, ich würde die Stage gerne zeigen, dass wir die zumindest im Part drin haben, auch wenn wir nur zu dritt sind. Aber wie gesagt, der Sniper steht vorm Spawn und schießt hoch. Da. Wie ist er da hingekommen? Keine Ahnung. Kannst du wenigstens draufgehen? Sehr schön. Auch wenn er mich jetzt auch noch erwischt hat. Und da ist noch ein Tint. Aber ehrlich, mit einem Sniper und einem Tintendüser vorm Spawn zu stehen und drauf zu schießen, wenn man in der Überzahl ist, finde ich halt. Weiß nicht. Finde ich menschlich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Das klingt jetzt voll dumm, weil das ist ein Competitive-Spiel, aber weiß nicht. Ich habe übrigens jetzt auch maximal Rang. Das ist schön. Jetzt sind wir beide Fanclub-Leiter. Ja. Toxnebel. Ha! Du hast ihn doch erwischt. Geil. Ja. Kann ich bei dir mal ein bisschen mitkommentieren, weil ich mit meinem Kampf schon fertig bin. Ist er noch... Oh, die stehen immer vor und hinter mir, egal was ich mache. Was ist eigentlich der Rest deines Teams? Ich hab keine Ahnung. Also die anderen zwei Leute, meinst du? Ja. Da läuft eine Robobombe. Also weiter als hier komme ich auch bislang nicht. Das ist gemein von dir. Das hat leider nicht funktioniert, aber das wäre geil gewesen. Vor allem hast du auch perfekt die richtige Stelle getroffen. Sniper Svenny? Ja, also mit dem Sniper anfangen. Ach komm, machen wir es nochmal so.
Aber ich sag mal, man hat zumindest die eine Hälfte der Stage gesehen. Ja, die eine Hälfte der Stage gesehen. Das die stimmt. Andere sieht genauso aus. So kann man das auch sehen. Ey, guck mal, ich habe schöne Spuren gezogen. Mhm. Das muss man mir... Wer hat die Spur da oben gezogen, die eine grüne? Man weiß es nicht. Mhm. Die Sache ist, will ich jetzt auch mal versuchen, die Wandelzone vernünftig zu bekommen? Kann man mal versuchen. Weil, wie ich das so sehe, haben gleich zwei Leute nicht mitgespielt. Ich glaube, einer hat da auch keinen Bock mehr gehabt dann. Das sind, die sind genauso schlimm wie die Leute vom Spawncamp. Aber wir sind nur zu dritt, ich habe keinen Bock. Ich habe auch schon zu dritt gewonnen. Naja, versuchen wir es nochmal. Ah, es hat nicht so sehr weh getan wie beim letzten Mal, aber es tat schon weh. Ja. Ich habe diesmal extra nur die linke Hand genommen. Ah. Jetzt die Wandelzone. Jetzt, das wäre ein perfektes Finale. Stimmt. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Ich hab dich. Du bist besser als jede Wandelzone. Danke. Bitte. Buckelwalpiste. Aber. Dann mögen wir gleich genau hingucken. Wir sind beide drin. Also eigentlich hätte ich gerne die Wandelzone jetzt gehabt, um sie nochmal zum Schluss zu zeigen. Ich geh rechts rum. Okay. Aber wie ich gerade schon in der Lobby gesagt habe, was ihr wahrscheinlich nicht gehört habt, oder vielleicht doch, weil ich das Klatschen reingeschnitten habe, ist egal. Jan ist mir lieber als die Wandelpiste fast. Und die Buckelzone. Besser als Buckelpiste oder so. Ja, nee, also ich habe lieber Jan in meinem Team und dass wir wirklich nochmal zum Abschluss zusammenspielen können, weil das finde ich schon ziemlich cool, als mit Gewalt da nochmal die Wandelzone zu zeigen. Also ich denke, ich wollte eigentlich mein Special nicht aktivieren, um ehrlich zu sein. Ich wollte mich nur drehen, aber ist okay. Ha! Er ist voll in meine Curly-Bombe reingelaufen. Wie du aus Versehen aktiviert hast. Naja, ich hatte sie aus Versehen aktiviert, aber dann habe ich sie natürlich auch vernünftig genutzt. Also das war schon mit Absicht dahin geschossen dann. Na gut. Also das schon. Ach ja, das ist auch ein schönes Ende, sag ich mal. Mit Jan zusammen, ich habe ihn mit meiner Curling-Bombe getroffen. Jo. Das finde ich gut. Hey! Was ist passiert? Plötzlich war ich tot. Das ist nicht so gut. Da ist ein Kleckser einfach vor mir plötzlich erschienen. Nein, ich bin noch weggesprungen. 1 Millimeter oder so wahrscheinlich. Ja. Die Reichweite ist manchmal größer, als man denkt. Ja, weil du siehst ja den Kreis, aber ich habe das Gefühl, da ist immer noch so minimal mehr, als angezeigt wird, gefühlt. Aber gut. Er hat den Tintenschock ja auch intelligent eingesetzt, dass er von oben auf mich draufgesprungen ist. Kannst du nichts gegen sagen. Mhm. So, Bomben in die Mitte. Mal gucken, ob ich wieder irgendwen treffe. Wahrscheinlich nicht, aber ich mache zumindest schöne Spuren. Schwarmraketen. Kennst du das? Du willst auf den Gegner springen, den Tittenschock ins Gesicht hauen und vergisst, dass du den Tittenschock schon noch gar nicht aktiv hast. Ja. Weil das, ich hatte den vor meinem K.O. aktiv, dachte mir, ja, Tittenschock, go, wait a minute. Wer will mich da? Nein, da ist ja schon wieder einer mit dem Tittenschock. Geh weg! Ach, ist der gleiche. Und hast du ihn umgehauen? Ja, diesmal schon. Den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal. Aber du kannst davon ausgehen, wenn du ansetzt und mir sagen willst, kennst du schon in Bezug auf Splatoon, dass ich in 99% der Fälle ja sagen werde. Mhm. Weil das sind so Splatoon-Phänomen. Danke, Teammate. Hat mich gerade gerettet. Die kennt jeder. Dass der Special noch nicht einsatzbereit ist. Dies, das, jenes. Oh, schönes Doppel-K.O. Hast du das hier in der Mitte gerade? Ich mach gerade in der Mitte wieder um, ja. Ah ja, da bin ich auch. Was machst du gerade? Ich färbe in der Mitte wieder um. Ach so. Wahrscheinlich mach gerade in der Mitte wieder rum und hatte mich etwas gewundert. Eigentlich wollte ich zum Startpunkt überspringen. Und von da aus dann nochmal weiter zu färben. Erstmal eine Haft. Nein, komm mir nicht in die Mitte. Du hast doch bestimmt ein. Nein, okay. Ich dachte, er kam mich besuchen für den Tintenschock, aber er kam mich einfach so besuchen. Ist das nicht nett von ihm? Na, komme ich jetzt noch in die Mitte zum Schluss, um mal noch ein bisschen umzufärben? Aber wir haben unser Ziel erreicht für den Part. Wir haben beide unser höchstes. Hallo, Instabombe. Unser höchstes Level erreicht. Ja. Und das ist doch die Hauptsache. Und wir haben noch gewonnen. Ja, und wir haben zusammen gespielt. Yay! Ja. Perfekt. War zwar keine Wandelzone. Aber man hat zumindest einen Teil davon gesehen. Hat man das? Deswegen auch nur ein Teil. Ah. Ah, okay, ja. Also es wird anscheinend doch zumindest so ein bisschen nach Punkten geordnet, weil ich habe ein paar Punkte mehr als du gehabt. Ah, okay, gut zu wissen. Guck mal, ich kriege immer noch Punkte. Boah. Ja. Perfekt. Das ist ein schöner Abschluss. Das können wir uns ja so zum Ziel setzen. Bei jedem Splatfest einmal zusammenzuspielen. Mhm. Aber ob es so gut passt, ist immer so die andere Sache, ne?
Man kann es ja auch nicht wirklich bestimmen, weil ich meine, hier kann man nur zu viert. Mhm. Und zu zweit ist dann immer so ein bisschen doof. Aber bislang hat es immer geklappt. Wir haben es auch gestern ein paar Mal hinbekommen. Wenn man wirklich gleichzeitig reingeht und sich da abspricht, dann klappt es manchmal. Und ja, wir haben auf jeden Fall zusammengespielt. Wir haben unser Max-Level erreicht. Wir hatten die Buckelwahlpiste, das ist die Hauptsache. Mehr als oft genug. Aber du hast dich nicht so drüber beschwert. Also mittlerweile ist sie nicht mehr so schlimm. Hast du dich mit ihr angefreundet? Ich habe mich arrangiert, nennen wir es lieber so. Okay, gut. Nee, das war auf jeden Fall erfolgreich. Das Splatfest ist jetzt auch bald vorbei für uns. Ich denke mal, ich werde den Part aber erst am Montag hochladen, weil ich mich nicht wieder so stresse mit dem Bearbeiten wie beim letzten Splatfest. Es muss noch Sonntag kommen. Nein, muss es nicht. Es läuft uns ja nicht weg. Vor allem läuft ja dann ein Stream dazu der Zeit, wenn das hochgeladen wird. Da guckt so eh keiner. Das stimmt. Gut, mal gucken, wer beim Splatfest jetzt gewinnen wird. Also eigentlich mag ich ja Marina lieber, aber Perla hat einfach die coolere Fähigkeit und die coolere Farbe gehabt. Für mich persönlich. Mal schauen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bislang war es ja immer ziemlich knapp. Hast du noch abschließende Worte für uns? Erleuchte uns, Jan. Ich finde, Fliegen ist cool. Ich habe noch nie so tiefgründige Worte in meinem Leben gehört. Sie haben mich tief berührt, dass ich den Part jetzt beenden werde. Ist das in Ordnung für dich? Er nickt. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Splatoon 2 Online und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip.